Hallihallo und herzlich willkommen zu einer der ersten Folgen Farming Simulator 17 Quick Tipps. Und wir haben jetzt ja hier einmal den Steyr Traktor, genau wie er heißt, weiß ich nicht, und einmal den Wassertank für unsere Tiere, den wir in diesem Tutorial brauchen werden. Genau, wir befinden uns hier auf Goldcrest Valley. Und ich zeige euch jetzt einfach mal ganz kurz, wo ihr diese beiden Sachen finden könnt. Der Traktor, der ist klar, den findet ihr natürlich bei Traktoren drin. Genau. Und dann haben wir hier einmal unter dem Fenster Tiere, habt ihr gleich als erstes den Wassertank. Und den braucht ihr, um den Tieren Wasser quasi zu geben, damit sie auch was trinken können. Und somit dann auch natürlich für euch entweder Wolle oder Milch oder Fleisch produzieren. Genau. Und das beides habe ich jetzt schon mal gekauft, damit das Ganze etwas schneller geht. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wo ihr Wasser herbekommt. Genau. Und wir starten einen Motor, fahren einfach mal dahin. So. Genau, ist schon ein etwas besserer Traktor. Und jetzt mal kurz dahin. Wir müssen mal schauen, wo wir hier sowas finden. Das sind oft so kleine Brunnen einfach, die da funktionieren. Oft in irgendwelchen Nebenstraßen stehen die rum. Oder wir fahren direkt zu unserem Bauernhof. Kann man natürlich auch machen. Ich werde jetzt hier an der Stelle einen kleinen Cut machen. So, und dann sind wir bei unserem Hof angekommen. Genau. Ich habe das Ganze jetzt einfach ein bisschen schneller gemacht, damit es für euch schneller geht. Und hier haben wir auch einmal so einen Wassertank stehen. Der müsste hier drüben stehen, hinter den Bäumen bei dem anderen Feld. Den zeige ich jetzt einfach mal. Wir haben jetzt hier noch unsere Standardgeräte rumstehen, weil ich da noch gar nichts gemacht habe. Diese Welt ist quasi nur für die Quick-Tipps. Und hier oben müssten wir dann direkt diesen Brunnen finden, wo wir das Ganze tanken können. Genau. Hier sieht man auch schon, hier ist der Brunnen. Und wir gehen jetzt einfach mit F1 ins Menü. Schauen jetzt mal, ob der müsste direkt hier auffüllbar sein. Ah, da war es gerade. So, mobilen Wassertank auffüllen. Genau, wir müssen daneben stehen bleiben. Und dann können wir einfach die Taste R drücken und das Ganze füllt sich auf. Ja, man sieht jetzt auch unten, wie der Wasserstand steigt. Und wir bringen das Ganze jetzt einfach mal rüber zu den Schafen. Genau, auf der Map gibt es natürlich noch viele andere Brunnen. So, und jetzt ist es fertig. Anscheinend ist in dem Brunnen momentan nichts drin, ist momentan ganz leer. Deswegen hat das auch nicht ganz aufgefüllt. Das ist alles sehr, sehr realistisch gemacht. Wir spielen auch auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Genau, und dann mache ich jetzt nochmal einen kleinen Schnitt und dann befinden wir uns gleich wieder bei den Schafen. So, und jetzt sind wir gleich bei den Schafen. Ich fahre jetzt hier gerade den Berg rauf. Und jetzt können wir das Ganze hier einfach mal auffüllen. Das Wasser mit dem Wasser müsste hier sein. Genau, steht oben auch schon Auskippen dran. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal von außen. Und dann drücken wir die Taste I. Und dann füllt sich das Wasser bei den Schafen. Und jetzt sieht man auch schon das maximale Fassungsvermögen der Futtertragsreicht aus, um diese Tiere 6 Tage zu füttern. Genau, das war es jetzt mit meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir doch ein Like geben auf dieses Video. Genau, schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ich irgendetwas falsch gemacht habe. Und dann sehen wir uns zum nächsten Quick-Tip wieder. Und das ist am Montag. Meine Quick-Tip-Tutorials kommen jetzt immer Montag, Mittwoch und Freitag. Genau, und sollen euch einfach helfen. So kleine Sachen, die ich schon entdeckt habe im Farming Simulator, möchte ich euch da einfach weitergeben. Und dann würde ich sagen, bis zum Montag. Bleibt kreativ, bleibt gesund und ciao.